Die Ideen oder Forderungen der Jugendlichen werden an die Verwaltung überreicht. Ergebnisse und Prozesse werden dann ja idealerweise an die Beteiligten zurückgespielt. Wie kann ich das angehen? Noch bevor ihr euren digitalen Jugendbeteiligungsprozess umsetzt, solltet ihr schon planen, in welcher Art und Weise ihr das Feedback der Verwaltung an die Jugendlichen zurückgebt. Sehr gut ist es, wenn ihr in irgendeiner Form Online-Tools dafür nutzt. Wenn ihr beispielsweise der lokale Jugendarbeiter seid und das Jugendbeteiligungsprojekt umgesetzt habt und ihr benutzt sowieso schon eine Facebook-Gruppe oder Snapchat oder irgendein Social-Media-Tool, um mit den Jugendlichen zu kommunizieren, dann speist dort in die Kommunikationskanäle, die sowieso schon sind, die Ergebnisse ein und das Feedback, das ihr habt. Oder geht in den Jugendtreff und verabredet dort einen Workshop mit den Jugendlichen oder einen Infoabend. Ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn ihr Feedback habt von der Verwaltung darüber, welche Vorschläge jetzt gerade wie bearbeitet werden, dann also Feedback das auf jeden Fall an die Jugendlichen immer wieder zwischendurch. Das ist für die Jugendlichen total wertvoll und interessant zu wissen, was ist eigentlich mit unseren Vorschlägen passiert, was passiert überhaupt gerade in der Verwaltung. Für viele Jugendliche ist das etwas, womit die sich noch nie auseinandergesetzt haben, und ganz viele, Hand aufs Herz, wissen ja auch gar nicht, wie die Verwaltung genau funktioniert. Das kennen wir von uns als Erwachsenen ja auch so. Das ist etwas, da hat man selten Einblick rein. Bedenkt das? Und übersetzt am besten das Feedback, das ihr habt, für die Jugendlichen auch in jugendgerechte Sprache. Zum anderen, Tipp Nummer 2, wenn ihr in der Projektplanung seid, überlegt euch schon vorher, wer macht anschließend diesen Feedback-Prozess, diesen kommunikativen. Wer ist zuständig? Ist es derjenige, der sowieso schon die ganze Zeit den Jugendbeteiligungsprozess geplant hat und durchgeführt hat bis zum Ende? Oder ist es vielleicht eine andere Person? Wer ist ein Ansprechpartner in der Verwaltung? Also überlegt euch, wo die Kommunikationswege langgehen und wie ihr die Jugendlichen erreicht. Ja, vermutlich werden die Ergebnisse von der Verwaltung entgegengenommen und dann auch hoffentlich bearbeitet. Das braucht aber eben seine Zeit, und dann ist das eigentlich die große Herausforderung von Beteiligung, nämlich die Jugendlichen dann bei der Stange zu halten und über diesen Zeitraum zu retten. Dabei ist es dann wichtig, kleine Zwischenetappen einzulegen, also zum Beispiel nach einem Monat ein gemeinsames Gespräch zu vereinbaren, um über die ganzen gelaufenen Schritte bisher zu sprechen, dass die Jugendlichen merken, dass sie ernst genommen werden. Und auch wenn bestimmte Wünsche der Jugendlichen eben nicht umzusetzen sind, das dann auch ganz klar zu kommunizieren. Weil es geht ja bei Beteiligung nicht darum, Wünsche zu erfüllen, sondern es steht vielmehr der transparente Austausch und das gegenseitige Ernstnehmen im Vordergrund. Aus meiner Sicht ist es eben am wichtigsten, dass die Jugendlichen in einer gewissen Regelmäßigkeit diese Informationen über den aktuellen Stand erhalten oder eben nachfragen oder Informationen, wie sie sich weiter in den Prozess einbringen können. Ich glaube nicht unbedingt, dass es aufbereitet werden muss. Ich glaube halt, dass eine hauptamtliche Stelle zwischen Jugendlichen und Verwaltung an der Stelle tatsächlich sinnvoll ist. Nicht wirklich zum Übersetzen, sondern eher dazu, diesen Prozess im Blick zu behalten und den Jugendlichen transparent zu machen.